Moin Leute, willkommen zum Video. Und heute haben wir mal wieder ein Shop-Video. Tatsächlich gab es ja schon länger nicht mehr. Und schauen wir gleich mal rein. Und dann geht mal der Anfang. Das war jetzt wieder mein Mega-Shop. Erstmal erstes Skin. Finde ich jetzt nichts Ungewöhnliches. Kann man hier halt alles so anpassen, wie ich gerade gezeigt habe. Dann, ja, die Skins gehen so. Finde ich jetzt nicht so übertrieben krass. Ja, kann man halt alles mit diesen Lackierungen und alles anpassen, wenn man Bock hat. 2400, ziemlich teuer das Paket, finde ich. Und hier natürlich alle möglichen Lackierungen. Das sieht sogar ziemlich nice aus, die Lackierung. Kann man alles ganz schön in Schwarz färben. War natürlich auch bunt, wenn man hier das mag. So, hier noch mehr Lackierungen. Zeige ich jetzt nicht alle einzeln. Dann mein Main Skin. Das mal wieder drin. Extrem nice. Kann ich mir für 1000 hier den Rest kaufen. Hier einer der besten Skins in ganz Fortnite, auf jeden Fall. Extrem geil. Dann hier der Gleiter, Pickaxe. Lackierung. Noch ein Gleiter. Noch eine Lackierung. Ah, den Rest braucht man eigentlich nicht, aber der Skin ist nice. Dann hier eine Variante von dem Skin, die Halloween-Variante. Für die wurde, glaube ich, mal gerotet tatsächlich. Hat ewig viele Steals. Und hier noch der Zeppling, Pickaxe und der Skin, den fühle ich jetzt mal gar nicht. Eure Entscheidung, ob ihr den euch kaufen wollt. Hier eine Lackierung. Das Ding, Emote, wo die halt ihren Style wechseln kann. Und weiter. Polarbär. Auch mal wieder drin. Eisbär. Mit seinen riesigen Patronen. Und eigentlich auch nices Backling. Nice Pegax auf jeden Fall. Und Boxy Skin ist mal wieder da. Mit ihren inzwischen drei Styles. Nice. Und der Boxer hat auch drei Styles tatsächlich. Normalerweise haben die männlichen Varianten immer weniger Styles. So, weiter. Der Verwüster, wieder mal ein klassischer Skin aus Season 1. Mega nice. Einfach ein Ben mit braunen Haaren. Kann man mitnehmen für 800. Hugo, auch mal wieder da. Mit seinem Emote. Ah, der ist mittel. Hier Schottgieße als Leiter und ein Copywriter-Emote. Kann ich nicht zeigen. Und ein paar Emotes. Ja, kann man machen. Hier das Level-Up-Paket, by the way. Gehe ich mal kurz durch. Hier kann man sich die anderen Styles freischalten. Sieht ja irgendwie gar nicht mal so bad aus, da wird man dann jetzt zu einem Ritter. Aber da die Season bald oben vorbei ist, 8. März 2023 und heute ist schon der 21. Februar, also müsstet ihr euch ranhalten, wenn ihr das noch alles machen wollt. Hier natürlich auch noch Pickaxe und alles, was ich hier hochleveln kann. Dann hier mega nice, erstmal Captain America's im Wilson, also der Falcon eigentlich, mit einem mega nice Backbling. Das Schild finde ich irgendwie viel besser als das alte Schild. Keine Ahnung warum, aber ich finde es einfach nicer gestaltet. Also in Fortnite zumindest. Und hier nochmal das gleiche als Pickaxe. Und ein nicer Gleiter. Oh, das ist ja ehrlich nice. Ja, den kann man mitnehmen. Und ein sehr nicer Skin. Darauf habe ich schon ewig mal wieder gewartet, weil das ist mal wieder so ein Classic Fortnite Skin.
Mit den ganzen Corporations vermisse ich das irgendwie immer mal wieder, so einen classic guten alten Fortnite-Skin zu haben, der hier auch ein bisschen so auf Captain America angelehnt ist. Hat sogar seinen eigenen Schild und seine eigene Schildpickaxe natürlich dann, die ich nicht ganz so hart fühle, obwohl so geht die sogar voll. Ist nice. Hier noch meine Lackierung und ein nice Ladebildschirm mit ihrem Hintergrund. Mega nice. Ein Classic Fortnite Skin. Endlich mal wieder. Wir gibt es mit den ganzen Corporations irgendwie mal wieder viel zu wenige von den Classic Fortnite Skins, finde ich zumindest. Da sollte es mal ein bisschen mehr geben, wenn der Pixel Studio sieht. Macht das Bier mal. Und hier. Passend zu dem DB-Event, das es gerade gibt, wo man sich den Karte-Skin holen kann, wenn ihr meinen Shirt gesehen habt. Keine Ahnung, kann ich dann später nochmal kurz zeigen. Hier die ganzen Raubzug-Skins, nenne ich sie mal. Ich finde es eigentlich sehr schade, dass das Raubzug-LTM gerade nicht drin ist. An sich gibt es auch viel zu wenig LTMs, die mal alle wieder zurückkommen müssten. Weil es gibt ja alle paar Monate nur mal pures Gold und das ist jetzt nicht wirklich viel. Also pures Gold ist jetzt nicht schlecht, aber trotzdem. Hier, Eierkopf, warum auch immer der da ist, ja, weil er auch so ein bisschen auf Dieb angelegt ist. Und eine bunte Brechstange kann man mitnehmen. Und Goldie ist auch mal wieder da, ist sogar Chapter 2, Season 2, die könnte so ja in dem Shop-Video von mir drin gewesen sein, wo die rausgekommen ist. Straßenstürmer, Season X, ja, kann man mitnehmen. Toxischer Sprayer, der war mal von der Ewigkeit selten, glaube ich. So, Most Wanted. Hier ein ganzes Paket mit Komplex, Backbling, Abstract mit Backbling, Straßenkills, Red Pegax, nochmals Pegax, Exil, Exil, ja, spricht man auch so aus. Nice, das Ding, nice gemacht. Hier noch zwei Lackierungen. Und hier nochmal welche, die so auf Diebe angelehnt sind. Oh, ist sogar ein Shadow Dude. Shadow Agent. Oh, Season 2, Chapter 2, Season 2 ist gestern. Ich weiß nicht mehr, wie viele, 3 oder 4 Jahre alt geworden. Auf jeden Fall mega nice. War eine der besten Seasons, meiner Meinung nach, die wir bisher in Fortnite hatten. Wie in der Pickaxe. Und es kam auch schon lange kein Fortnite-Video mehr von mir, außer das Short-Fit-Meckerlein. Wurde mal wieder Zeit. Das kann natürlich immer gut mit einem Shop-Video öffnen. Hier, die Banditen. Auch wieder ein ganzes Paket für 2,5. Hier kann man alles mitnehmen, wenn man das feiert. Oh, diesen Gleiter finde ich eigentlich ziemlich nice mit dem gestohlenen Gemälde. Hier auch Most Wanted. Okay. Kann man mitnehmen. Shadow Rebel. Ah, okay. Ah, er hat sogar so Ghost und Shadow Ding. Das ist auch so ein klassischer Skin. Das ist nice. Also nicht ganz so klassisch wie der andere. Aber ist auch ein nicer Skin, der richtig stark an die Season angelehnt war. Hier Ghost und Shadow Handlanger müssen natürlich auch drin sein. Ich weiß gar nicht mehr, ob die überhaupt noch auf der Karte sind. Ich habe sie jetzt zumindest noch nicht gesehen. Aber die ist es ja klassisch, dass sie immer auf der Karte sind. Seit Chapter 2 Season 2 sind die immer irgendwo auf der Karte. Was ist denn da irgendwie? Ah! Die Beine! Nice! Weil wir die ja in Chapter 2, Season 3 mit kurzen Beinen hatten. Nice. Hier die ganzen Pakete gehe ich noch ganz schnell durch. Aber das Video wird auch schon wieder lang.
Deswegen muss ich hier kurz Ding durchgehen. Wenn euch das Video zu lang geht, könnt ihr auch einfach auf doppelte Speed gehen in YouTube. Dann dauert es nur noch halb so lang. So. Oh Mann, sind das schon wieder viele Pakete. Aber die fühle ich hier gar nicht. Da gibt es schon wesentlich bessere Skins. Immer ist ja die Weltpaket. Anime-Legenden-Paket ist natürlich auch wieder schön. Hat man ja schon im Trailer gesehen, dass die die wissen. Finde ich nice. Alles an dieses Event angelehnt, auf jeden Fall sehr nice. Und hier, was ich vorhin schon angesprochen habe, den Gratis-Skin kann man sich holen, wenn man so Punkte in Challenges sammelt. Challenges kann ich auch noch ganz kurz zeigen. Da, die muss ich mal machen, die ganzen Challenges. Auf jeden Fall, Like und Abo reinhauen und ciao.